TSB, True Story Bro. Hi, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über Freunde versus beste Freunde. Denn ich persönlich finde, dass es einen großen Unterschied zwischen Freunden und besten Freunden gibt. Ein Freund ist jemand, der nett und cool ist und mit dir ständig abhängt. Aber ihr seid noch nicht auf dem Level angekommen, in dem ihr euch gegenseitig auf den Arsch klatscht und sagt, der, meine Hand schmilzt, weil du so heiß bist. Einen besten Freund erkennt man sofort, da wegen ihm irgendwas im Inneren anfängt, Samba zu tanzen. Ein bester Freund ist jemand, zu dem du gehen kannst, wenn du Socken ausleihen willst. Hey, könnte ich mir ein paar Socken von dir leihen? Ja, natürlich. Ich trage die zwar seit einer Woche, aber hier. Bester Freund. Ja, genau so ist es. Ein bester Freund ist jemand, bei dem du rülpsen kannst und dich danach nicht schämst. Alter, hast du Bitter gegessen? Ja, Mann, rate mal, welche Sorte. Mit Tomatensauce, Paprika, Käse und Schinken? Oh ja, bist du gut. Check, yeah. Ja, ihr habt recht, ich drehe ein Video über Freunde, ohne irgendwelche Freunde zu haben. Läuft. Naja, egal. Nun seht ihr einige Situationen, die euch den Unterschied zwischen Freunden und besten Freunden zeigen. Wenn man einen Pickel mitten auf der Stirn hat, bei so einem Problem kann man immer auf Unterstützung von einem Freund hoffen. Ja. Oh mein Gott, sieht mein Pickel sehr schlimm aus? Nein, was? Man bemerkt ihn gar nicht. Gut. Mit deinem besten Freund. Oh mein Gott, sieht mein Pickel sehr schlimm aus? Alter, er ist riesig. Du siehst aus wie ein verdammtes Einhorn. Komm, ich trick ihn dir aus. Wenn du dich verletzt hast, ein Freund würde sagen, oh Mann, das sieht ja schlimm aus. Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber es tut voll weh. Oh, komm, wir holen dir lieber ein Pflaster. Ein bester Freund würde sagen, oh Gott, ich habe mich verletzt. Alter, nein, zeig mal. Oh Mann, das tut bestimmt sehr weh. Heilige Mutter Teresa, bist du nur dumm? Wenn man seinen Freund irgendwo in der Öffentlichkeit sieht. Oh, hey du. Hey. Und wenn man seinen besten Freund in der Öffentlichkeit sieht. Lian? Lina? She like to break the rules, yeah. Ich habe immer noch keine Freunde. Wenn man dasselbe denkt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn man seinen Seelenverwandten findet, der genauso bekloppt ist wie du. Mit deinem besten Freund. Ey, yo, wollen wir vielleicht was zusammen machen? Ja, okay, Mann, aber was? Ich würde vorschlagen, wir holen uns was zu essen und stalken Menschen in öffentlichen Toiletten. Das wollte ich schon immer machen, yeah. Und mit deinem Freund. Ey, lass uns was zusammen machen. Okay, aber was? Holen uns was zu essen und stalken Menschen in öffentlichen Toiletten. Nein? Ih, du Perversling, tschüss. Wenn man aufs Klo muss, mit deinem Freund. Alter, ich muss pinkeln. Na dann komm, wir suchen eine Toilette für dich. Aber mit deinem besten Freund. Alter, ich muss pinkeln. Ich verstehe. Hier nimm die 20-Liter-Tüte. Und das im besten Fall. Ich hatte nämlich mal eine Freundin, die schneller als ich aufs Klo gerannt ist und sich dort eingesperrt hat. Das war traurig und nass. Oder auch so eine Situation. Wenn man Musik hören will und Angst hat, dass dein Freund die Musik scheiße finden wird. Welche Musik soll ich anmachen? Eigentlich ist es mir egal. Okay. Aber mit deinem besten Freund. Hey Mann, mach unseren Song an. Ich verstehe. Oh ja. Okay Leute, das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt unten in die Kommentare, was eure Freunde versus beste Freunde Unterschiede sind. Und ich gehe schon mal Freunde suchen. Bye. Abonnieren nicht vergessen. Mein Name ist Adelina Rodde. I'm getting crazy. We finish each other. Das macht keinen Sinn, das Lied.